Gametastical. Gaming is our passion. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Gametastical AD. Es ist euer Raphael und ich habe heute wieder mal ein Madden Ultimate Team für euch. Es ist wieder soweit und ja, wir haben gerade noch einen Spieler bekommen, zumindest bis zum 18. Februar. Also eine Woche immerhin. Und ja, bin mal gespannt. Wir haben auch noch den Wide Receiver, glaube ich. Den 92er Sharp, wenn ich mich nicht täusche. Da wollen wir hier gleich mal schauen. Ah, er ist auch schon wieder abgelaufen. Ja, Sharp ist auch wieder ausgelaufen. Deswegen, okay, als Cornerback haben wir jetzt noch einen guten. Sehen wir hier in der Defense einmal, sehen wir 92er Sanders. Der wird dann auch bald auslaufen. Aber ich denke, damit können wir zufrieden sein hier. Und dann gehen wir mit dem Team jetzt auch direkt ins nächste Spiel. Dass wir jetzt hoffentlich auch mal ehrlich gewinnen können und nicht durch den Abbruch. Und ich hoffe doch sehr, dass wir gewinnen können. Und ich hoffe sehr, dass wir dann auch mal Münzen bekommen, damit wir uns dann endlich Sebastian Vollmer demnächst holen können. Wir suchen erstmal einen Gegner und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir einen gefunden haben. Oder ist das hier schon der Fall? So, sind wir im Stadion. Wir spielen zu Hause in den New Orleans Saints. Und ich habe ganz vergessen, die Trikots zu wechseln. Ihr habt nämlich reingeschrieben, welche Trikots ihr wollt. Da waren zweimal, glaube ich, die Panthers, die 49ers einmal. Dann die Seahawks. Könnt ihr heute nochmal mit abstimmen. Und dann werden wir es beim nächsten Mal hoffentlich machen. Ich muss dran denken. Und dann kriegen wir das hin. Mal sehen, was unser Gegner jetzt hier auf die Beine gestellt bekommt. Starten erstmal Jin. Ja, schon immer bis zur 29-Yard-Linie. Standardpass. Flanker Dick. Und wir wollen natürlich hier möglichst uns gut präsentieren. Baldwin fährt und Gronkowski. So, guter Wurf. 19 Jahre Traumgewinn. So, den Dinger musst du aufpassen. Wollen auch direkt mal ein bisschen Zeit schon von der Uhr nehmen. Durch ein bisschen Laufspiel. Und jetzt wirst du zum Passspiel gezwungen. Jetzt wirst du schon so früh zum Pass gezwungen. Slot an, der Dritter und Elf. Leute. Gronkowski, Baldwin. Hat nicht ganz gereicht, aber Inches. Da können wir nur den Fullback Run nehmen. Fullback Die Strong, den müssen wir ausspielen. Da sind nur Inches. Das reicht, das hat gereicht und das ist der neue First Down. Auch wenn wir da wirklich nicht sehr weit gekommen sind, aber es hat gereicht. Ihr wolltet übrigens auch Andrew Luck weghaben. Können wir ja nochmal gucken, ob wir den verkaufen. Ihr wolltet da jemanden haben, entweder Cam Newton oder dann doch eher nur passstark. Mann! Es wäre eine gute Chance gewesen, ohne Frage. Es wird nochmal ein enges Ding hier. Gronkowski auf der Hot Route, Rudolph Baldwin. So, und der kommt an. Gut gemacht von Rob Gronkowski.
24 Yards noch. Ah, die Routen sind nicht so optimal, wie ich sie mir wünschen würde. Ich hatte damit gerechnet, dass der Receiver ein bisschen eher schon zurückläuft. Boah, und der war wieder stark. 9 noch. Und jetzt natürlich durch die Mitte mit Marshawn Lynch, 97er. Und da haben wir die Lücke gesehen. Die war so riesig, die Lücke. Wir haben nochmal die Seite gewechselt und da hat der Gegner nicht mitgezogen, ist sogar noch weggerutscht. Und dann konnten wir hier relativ easy 7 Yards rausholen. Und das ist Marshawn Lynch Touchdown. Die Führung für uns in diesem Spiel. Sehr schön. 7-0 vorne. Gerade wieder so ein kleiner Leck hier drin auf jeden Fall. Müssen wir mal sehen, wie sich das verhält, ob es besser wird oder schlechter. So, gleich gestoppt bei der 21 Yard. Jetzt heißt es immer warten, mal schauen, was der Coach uns vorschlägt. Wir sind dann noch auf der sicheren Seite und schauen da ein bisschen auch, lassen uns da helfen. Warum auch nicht? Und suchen uns dann hier eine schöne Formation aus. So, 9 Yards gleich mal Raumgewinn hier oder 8 Yards für den Kollegen. Ja, reicht für einen neuen First Down, aber sehr weit kommt er damit jetzt auch nicht. Eddie Lacy, der Halfback der Green Bay Packers. Sehr, sehr stark, einer der besten Halfbacks der Liga. Hatte ähnliche Statistiken wie Marshawn Lynch in der vergangenen Saison. Und die Interception. Ayers ist durch. Ayers ist durch. Das ist der Touchdown. Gott sei Dank. Wir haben es mal geschafft. Wir waren mal aufmerksam. Es soll nicht sein, ihr sollt hier kein volles Spiel zu Gesicht bekommen. Rausgegangen, diesmal aber gewonnen. Und das auch, weil wir dominiert haben. Komm, wir haben ihn dominiert, ganz ehrlich. So ist es. Rausgegangen, schade. Kriegen wir wieder kein Geld. Ich hoffe, dass wir jetzt Geld kriegen. Boah, wenn wir kein Geld geben und die Leute gehen immer raus. 100 Münzen, geil. Wir kriegen so wenig Geld, wenn die rausgehen. Das ist halt wirklich ätzend. Mann, ey, so kommen wir ja nie vorwärts. Naja, wir haben gewonnen, was soll's. Haben gewonnen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen länger sparen, ihr seht das schon. Es dauert ein bisschen länger. Schade, schade. Aber so ist es, damit müssen wir jetzt leben. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, weil noch ein Spiel ist hinten dran zu hängen. Das sind 30 Minuten, das wird zu lang, das Video sonst. Das will ich euch nicht zumuten. Deswegen jetzt leider wieder nur eine kurze Folge. Schade, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Mal vom Madden Ultimate Team wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTesticle.at.